einen schönen 15. Dezember. Heute sieht es eigentlich ganz ruhig aus bei dem 15. Dezember-Türchen. Eine locker flockig dahinbrennende Fackel. Bob schob seine Brille zurecht und konnte das Rätsel schnell lösen. Geh zum See, soll das wohl bedeuten. Noch eine Botschaft von unseren unheimlichen Rätselfreunden. Was für ein See ist nur gemeint? Peter hatte eine Idee. Man sieht hier keinen See, weil der natürlich zugefroren ist. Im Hotelprospekt habe ich gelesen, dass es hier einen Schlittschuhteich geben soll. Kommt mit, ich weiß, wo der ist. Schnell war der kreisrunde Teich gefunden und die drei Freunde betraten vorsichtig das Eis. Eine brennende Fackel in der Mitte zeigte, dass sie auf der richtigen Spur waren. Immer noch dachte Justus an den Bären, der sie verfolgt hatte. Man spielt mit uns wie eine Katze mit der Maus. Es kann kein echter Bär gewesen sein. Wir tappen von einer Falle in die nächste. Bob fand bei der Fackel eine weitere Botschaft. Und das Spiel geht weiter. Jetzt sollen wir ein merkwürdiges Gebilde ins Eis kratzen. Das sieht mir leicht aus. Den Rätselheinis scheint die Puste auszugehen. Los, das haben wir auch schnell gelöst. Okay, da ist diese Fackel und das Symbol. Was hat es damit auf sich? Aufgabe. Ist die Aufgabe wirklich so schnell zu lösen, wie Bob gehofft hat? Nimm einen Bleistift und versuche es. Wie lange brauchst du? Und geht es überhaupt? Symbol des Schreckens. Kratze es mit der Axt ins Eis. Setze nur dreimal neu an. Keine Linie doppelt kratzen. Okay, ich glaube, das ist wahrscheinlich unmöglich, weil die Lösungsantworten sind Lösung Nummer 1, 5 Minuten. Lösung Nummer 2, 20 Minuten. Lösung Nummer 3, 2 Stunden. Lösung Nummer 4, unmöglich. Eine Zeitangabe ist da irgendwie sinnlos. Okay. Warte, ich mal das Symbol hin, wie das aussieht. Ups, scheiße, jetzt habe ich es falsch gemacht. Egal, dann so, dann halte ich es so rum. So, das ist das Symbol und man soll jetzt dreimal kratzen ohne, dreimal neu ansetzen. Also doch dreimal kratzen. Also zuerst mal brauchst du ja diesen Kreis, dann brauchst du die Linie einmal und dann brauchst du halt definitiv zweimal, dreimal, viermal. Und auch wenn ich das so mache, irgendwie so. Darf ich da drüber malen? Weiß ich nicht. Dann habe ich jetzt 1, 2, 3. Also wenn ich da drüber malen darf, dann kann ich dreimal. Dann brauche ich nur drei. Oh Gott, ich bin hier ganz weit weg. Dann brauche ich nur drei Versuche, aber ich glaube, ich darf hier nicht drüber malen. Ja, keine Linie doppelt kratzen. Nein, ich glaube nicht, dass das geht. Unmöglich. Vielleicht in einer Zwischendimension, in einer Parallelwelt, wo die Gesetze der Geometrie anders laufen. Keine Ahnung. Man könnte es eigentlich machen, wenn man dreidimensional denkt und dann nur von vorne schaut, aber das wird zu kompliziert, glaube ich. Wenn man ein dreidimensionales Objekt hat. Kennt ihr diese Kunstwerke, wo man von einer Seite halt das Bild sieht, so einen Drachen oder sowas, und dann läuft man weiter um das Ding herum und dann sieht man wieder nur geschlängelte
Metall drehte und wenn du dann wieder zurückgehst, also in die richtige Perspektive, dann siehst du wieder das richtige Bild. Aber das ist kompliziert, Mann, Mitsu, hör auf. Okay, also unmöglich, zumindest in der zweidimensionalen Welt. So, okay. Dann ist das Lösung Nummer 4, der Bär, der schlafende Bär. Ah. Ja, wir haben ihn hier gefunden und jetzt wecken wir ihn auf und sind voll brutal und dann verhungert er, weil er eigentlich nicht gewöhnt ist. Okay, vergessen wir das. So, und wir haben drin einen Fisch oder ein Kratzer oder sowas. Mal schauen. Was? Was? Eine knifflige Aufgabe, da muss ich Bob ganz schön anstrengen. Damit du und deine Freunde es beim Schneemannbauen einfacher habt, gibt es heute einen Spezialeiskratzer, mit dem du sogar Markierungen im Schnee hinterlassen kannst. Cool. Die haben die drei Fragezeichen auf deinen Schneemann geritzt. Der wollte das Tattoo gar nicht haben. Okay, ein Special Schneemann-Eiskratzer. Okay, sehr interessant. Also, sie lassen sich auf jeden Fall interessante Dinge einfallen. Gut, dann sehen wir uns morgen zum 16. Dezember. Freitag, Wochenende, noch nicht, aber morgen. Bis dann. Hanna, hallo Hanna. Hallo Hanna, wie geht's dir? Was ist los, altes Haus? Hanna, Mann, yeah, Hanna. Okay, sie dreht durch. Dum, 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 da, 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 dum, 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 da, 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 da,